Ein herzliches Willkommen unter Luzern Party. Let's play Alan Wake. Ich bin es, euer MC Mafix. Wir sind hier in einer sehr schönen Szene. Beim letzten Mal ist sehr viel Merkwürdiges geschehen. Wir waren an unserer schönen Hütte und haben da uns eigentlich ganz entspannt mit der lieben netten, haben uns ganz entspannt eigentlich mit unserer Frau hier, mit der lieben netten Alice dort hingesetzt. Auf einmal wurde alles dunkel und wir sind, Alice wurde entführt in den See. Und wir sind ihr hinterhergetaucht und auf einmal sind wir aufgewacht mit einem Unfall und mitten im Wald. Und jetzt sehen wir, haben wir etwas gehört von einem Axtmörder und von einem Roman, den wir selbst schreiben wollten, aber nie geschrieben haben. Lesen wir uns mal hier die Seite durch, wenn wir dich hier schon mal gerade gefunden haben. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren, als stünde er in einem toten Winkel wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten. Wie Tinte unter Wasser, eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Das heißt, er greift uns also wirklich an und haut mich dann wieder ab. Das freut mich aber sehr. What? Ich bin ehrlich und fair, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Alan Wake anzufangen zu spielen, ist mir gerade aufgefallen, war eine ganz schlechte Idee. Oh mein Gott. Mist. Oh, rein da, rein da, rein da! Oh, lass mich hier durch! Hier kommt schon wieder und hier kommt Johnny Move. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Aber wir sind jetzt hier ausgerüstet. Perfekt. Mit einer Taschenlampe. Und einem kleinen Revolver. Sehr gut. Während Ihres Aufenthalts empfehle ich Ihnen Morgen. Das ist der neueste Trend. Ja. Die gesundheitsfördernde Wirkung. Hallo? Hallo? Das war die Polizei. Das ist sehr gut. Hallo? Oh nein. 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 Ah, Hilfe! Geh da raus, Ellen. Geh da raus. Geh da raus. Warum geht die verdammte Tür nicht auf? Oh, sie ist offen. Ah, was zur Hölle? Also, okay, die Telefonleitung ist kaputt. Und ich habe keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen. Ach, danke, Tür. Du hast dich so nett für mich geöffnet. Und da kommen unsere lieben netten toten Freunde. So. Toten? Ich weiß es nicht. Schattenfreunde zumindest. So. Weg da! Hau ab! Und Headshot! Kein Headshot. Warte, chill mal kurz. Ich muss dich ein bisschen anleuchten hier. So. Mein Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Also etwas trifft es, glaube ich, viel mehr. Übrigens, diese goldenen Pfeile, die wir hier gerade sehen, die sind relativ wichtig, weil sie führen uns zu Verstecken, wo Vorräte sind. Genau hier sowas. Und da haben wir zum Beispiel eine Leuchtpistole gefunden. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass man immer diese Pfeile schön sieht und dann im besten Fall dort auch direkt hingeht. So, jetzt muss ich mal kurz schauen hier. Das war ein... Ah, stimmt. Sowas war das. Okay. Machen wir auch den mal an. Dankeschön. Super gut. Super toll. Der Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Okay. Da kommen schon die nächsten Schattentypen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und der hat eine Axt nach uns geworfen. Bin ja gar nicht nett. Komm, weg. Zack. Und immer schön aufpassen. Das ist immer das Furchtbare bei Alan Wake. Weil man sie halt immer erst hier aus ihrem Schatten rausschießen muss, hat man wirklich immer so eine Heidenangst, dass einer von denen einem zu nahe kommt. Weil wenn er einem zu nahe gekommen ist, hat man im Endeffekt keine Chance, sich zu wehren. Das ist furchtbar. Eine Manuskriptseite. Schön. Rosa Tagtimer von der 8, das will ich nicht wissen, ey. Die ist eine ganz merkwürdige Braut. Obwohl, gerade würde ich mir sie herwünschen. Als Schutzschild. Nein, versuchen wir einfach mal. Au! Blödes Ding.
Okay, gehe einfach ganz entspannt mit meiner Taschenlampe und meinem Revolver weiter und hoffe auf bessere Zeiten. Und was zur Hölle war das? Alan? Was zum Teufel war das? Das war dein Magen, will ich hoffen. Das will ich wirklich hoffen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Als ich den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Ihr seht, da hinten ist die Tankstelle. Die müssen wir jetzt erstmal erreichen. Ansonsten sieht es schlecht aus. Da gehe ich lieber nicht lang, sonst falle ich noch in den Fluss rein. Obwohl, gibt keinen anderen Weg, oder? Doch, doch, da. So, versuchen wir unser Bestes und hoffen, dass wir nicht einen grausamen, schmerzhaften Tod durch irgendein Schattenwesen sterben. Wo ist er? Da. Oh mein Gott. Der Stucky nervt mich, Mann. Er ist die ganze Zeit da und dann ist er wieder nicht da. Das ist so furchtbar. Ah. Die war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Ganz ehrlich, haben wir sicher nicht, dass wir ihn nicht schon getötet haben? Oder, ich weiß gar nicht, töten wir diese Viecher? Kann man diese Viecher töten? So. Bam! Headshot! Versuch dir meiner Taschenlampe auszuweichen. Keine Chance. So, okay. Okay, bis jetzt ist ja alles. Also den Umsprechenden gut dafür, dass wir nicht wissen, wo unsere Frau ist, dass wir nicht wissen, wo wir sind und dass wir von Schattenmonstern angegriffen sind, ist alles gut. Wir haben eine volle Taschenlampe. So, okay. Das Ding fällt gleich auf mich runter, ich weiß es doch. So, hier führt uns irgendwo was hin. Es führt uns irgendwo Schönes hin. Schauen wir mal, wo es uns Schönes hinführt. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da ist... keine Ahnung, wo da was ist. Ignorieren wir das erstmal, oder? Ja, komm. So wichtig. Ah, doch. Warte mal. Da kann man hochklettern. So. Weil Munition ist wirklich das Auto. Und ihr seht ja, wir haben nur 20 Schuss. Das und wir brauchen immer... Eigentlich, wenn wir mit jedem Schuss gescheit treffen, brauchen wir ungefähr immer pro Typ eine halbe Munition. So. Ach, ihr wisst, was ich meine. The Taken are... Besessene. Ja, die Besessenen sind mit der Finsternis, von der Finsternis besessen. Was ist das zur Hölle? Wer schreibt diese Nachrichten? Ja, ich will es nicht wissen. Aber ich bedanke mich für die Batterien. Batterien sind immer cool. Okay, wenn ich jetzt rausgehe, hüpft mich jemand an. Hört ihr dieses Atmen? Oh mein Gott. Hey Leute, das ist dieser Nebel. Da hinten so ein verdammtes Licht. Ganz weit hinten. Und ohne eine Ahnung zu haben, was hier los ist. Das ist furchtbar. Ey, bei Resident Evil weiß ich immer, dass es Zombies sind. Aber hier, ich habe keine Ahnung und ich will es auch gar nicht wissen. Ich gehe jetzt irgendwo ins Licht und stelle mich da hin und warte, bis es Tag ist. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Verdammte Brightfall, da kann ich meine Brücke zu Ende bauen. So. Revolver, Lithium-Batterien. Was haben wir daraus gelernt? Immer die guten Batterien kaufen. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Lass mich raten. Beim Holzlager ist der mit der großen Axt, oder? Weiß ich doch. So, da scheint erstmal niemand zu sein. Hier scheint eigentlich alles... Nee, die leuchten mal an. Au! Ich hasse die Werfer, Mann. So. Schön auf Distanz halten. Den noch. Und jetzt haben wir alle raus. So. Oh, 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 oh. Ah! Verdammt. Weg da! So. Okay, gescheit aufgeräumt. Mir gefällt auch immer, wie hier... Das finde ich immer wirklich nett, dass man hier zumindest ein ganz kleines Gefühl der Sicherheit hat, indem immer hier kurz so die Zeit anhält und man, sagen wir mal, eine Sekunde Zeit hat, um... Eine Schrotflinte! Wie geil! Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. So, können wir erstmal das Ding hier einschalten? So, also, ich finde es immer großartig, dass da mal so die Zeit anfriert kurz und man...
wie gesagt, ganz kurz sich erholen kann und sagen kann, huh, alle Gegner sind besiegt. Finde ich es wirklich toll, dass man immer eine ganz mini kleine Sicherheit hat. So, ich stelle mich hier mal kurz ins Licht. Regeneriere ein bisschen Leben. Jetzt haben wir eine Pumpkin, Mann. Jetzt geht's los. Ich wusste ja wirklich nicht, dass eine Schrotflinte hier liegt. Ach. Ich höre da schon wieder was. Ist mir wurscht, was ich höre. Ich laufe ins Licht. Mir geht's gut. So, mir geht's gut. So. Okay. Jetzt bewegen wir hier diese Holzstämme so, dass wir da ganz entspannt drüber laufen können. So. Hier und da sollten wir jetzt eigentlich rüberlaufen können, ohne größere Probleme. Mal abgesehen davon, dass hier überall... Also, es ist ja auch so nebelig hier. Ich kann keine 5 Meter weit sehen. Ah, egal. Ich ignoriere das. Mir ist das wurscht. So, ich hüpfe darüber und schon bin ich fertig. So. Ich hasse dich, Alan Wake. Ich hasse dich. Jetzt tüpft mich immer von der Seite an. Ich weiß es doch. Ah, wo sind wir? In welchen Alter sind wir hier gelandet? Vielleicht ist es ja wieder nur ein Traum. Beim ersten Mal hat es sich ja auch nur... Oder? War es ein Traum? Ich bin mir da gar nicht ganz so sicher. So. Alle hopp. Das war richtig gut, Alan. Das war richtig professionell. So macht man das. Der war echt geil, Leute. Der war echt cool. Er hüpft drauf und schlittert einfach wieder runter. Okay. Versuch Nummer 3. Das ist schon Versuch 3. Aller guten Dinge sind 7. So, wir haben schon wieder was drunter geflogen. Und bam. Ist doch gar nicht so schwer. So, geht mal hoch. Sollte man uns auch so eine Schweißermaske lieber anziehen. Okay. Erstmal stellen wir uns ins Licht. Denn im Licht ist alles gut. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. So, dann hoffentlich hüpft uns dieser Hund nicht jetzt gleich in einer Schattenform an. Ich habe hier genug erstmal von Schatten. So, da ist ein... ist was? Okay, ach, gehen wir mal weiter. Komm, wir müssen nicht jedes Secret finden. Hier finden wir erstmal ein Manuskript. Und gehen hier weiter. So, dort hinten ist die Tankstelle. Dort müssen wir hin. Und ich hoffe, Stucky begegnet uns nicht nochmal. Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Oh, mach die besten Hotpocks im Start. Der Magensprenger ist der Beste. Gar keine Frage. Der Monster, da kommt gleich danach. Der Star ist der Drittbeste. So, weil ich es ja schon wusste, dass Alan Wake ein fieses Spiel ist. Geht weg. So, ich setze eine Batterie an. Wir haben eh gerade 19. Und. So, jetzt ganz schnell hier. Zack. Zack. Und oh, Licht. Okay, alles gut. Alles mit der Ruhe. So, das ist nämlich ganz schön fies, dass die da immer kommen und dann hier einen wegschauen. So, was steht denn der? Safe Haven? Ja, das ist der sichere Himmel. Hier ist schön, hier sollte man eigentlich warten, bis morgen kommt. So, wir haben ja unseren eigenen Generator, aber lieber gehen wir hier weiter und hoffen auf bessere Zeiten.
So. Ihr wollt echt ernst machen? Dann mach mal halt ernst. Bam! So. Räumt man hier verdammt nochmal auf, Mann. Gut. Pumpgun, die ich liebe dich. So, wir haben eine Pumpgun und dann haben wir noch unsere schönen Leuchtpistole. Oh. So. Könnt ihr mal aufhören, mit euren Dingern zu werfen? Ihr seid eh schon ätzend genug. So, jetzt fehlt nur noch, dass uns einer von hinten anhüpft. Verdammt, die Batterie. Das war knapp. So. Habt ihr gerade gesehen, der um ein Halt uns getroffen. So. Aber keine Chance für verdammte Monster. Okay. Aber trotzdem nicht auf Wolke ausruhen. Lieber weitergehen. Lauf, 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 lauf. Schön wieder hier in den Safe Haven. Ins Licht rein. Ach. Hier ist nämlich alles gut. Wir hätten eigentlich weiterlaufen sollen, weil die können hier ja nicht durchs Licht durchgehen. Aber naja, wir sind da blöd. So. Revolver-Munition und Batterien. Komm. Es ist nicht mehr weit zur Tankstelle und dann können wir hier hoffentlich irgendjemand anrufen. Da, hier wird es doch irgendwo verdammt nochmal eine Polizei oder irgend sowas geben. Irgendjemand, der uns hilft. So. Ich hasse es, so tief in den Wald zu gehen. Abseits des Weges ist immer furchtbar. Besonders wenn hier so eine Musik ist, die eigentlich nur Schlimmes ahnen lässt. So. Und dann Schuss mit unserer schönen Leuchtpistole und weiter geht's. Okay. Wir sind ausgerüstet, wir haben eine Schrotflinte dabei. Und bis jetzt. Verdammtes Mistding. Okay, Stucky ist wieder da, lässt wieder schöne Sachen hier ahnen. Was ist denn mit dem Stucky los, Mann? Ah, beim letzten Mal schien er noch. Ja, okay. Wir haben ihn nicht so lange gesehen, aber er schien noch halbwegs normal zu sein. Ja, klar, Mann. So. Bist du Stucky? Nein. Das könnte Stucky sein. Egal. Dann war da ein Stucky. So, Munition mitnehmen und weiter geht's. So, da scheint mir wieder so eine verlassene Automühle zu sein. Keiner da, keiner da. So, ich lese mir jetzt lieber erstmal das Manuskript durch. Ah ne, Wake lift den Schäfer. Ach, das will ich nicht wissen. Das spoilert uns ja eigentlich schon, was passiert hier. So. Gehen wir erstmal hier rein. Hier schön. Nehmen eine Schrotflinte mit. Lithium-Batterien. Ey Leute, das ist. Hat mich schon immer angekotzt in Alan Wake. Ganz ehrlich, wieso zur Hölle nimmt er keine Batterien mit? Also, wie kann man Batterien voll haben, Mann? Schau dich mal an, die sind doch nicht groß. Da soll sich halt hier die Schuhe tun oder so, aber nee. Egal, wir schauen jetzt erstmal Fernseher. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan. Grenzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorhergestellt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut.
Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich, aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Nine Springs. Ja, hier haben wir einen kleinen Ausschau in die schöne Fernsehsendung bekommen, die hier Alan Wake gemacht hat. Also, wir wissen ja, das Auto und Nice Spring, das ist ja so seine Serie, die er geschrieben hat hier in dem Universum. Eine Anspielung definitiv auf Twin Peaks. Und wir haben hier einen Ausschau gehabt. Wir schauen uns die immer wieder gerne an, weil die mir immer eigentlich echt gut gefallen, diese Szene. Und du, verdammt, das Ding, hörst auf damit. Du hörst einfach auf damit. Dankeschön. Gut. Und nun würde ich sagen, bevor wir jetzt da weitergehen und wahrscheinlich in eine schreckliche Verdammnis gehen, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Alan Wake. Haut rein, ciao.